Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich denke mal, wir werden ja Unboxing-Hardware alle den Ene machen, also auspacken und das angucken. Ja, ich hatte euch das im Stream ja schon angekündigt, dass ich auf was sehr Spezielles warte. Wurde mir netterweise auch zur Verfügung gestellt. Hier wird auch irgendwo Werbung stehen. Den habe ich durch einen dummen Zufall gefunden, weil ich habe es auch noch im Karton drin. Mit dem PlayStation Merch und so, da wart er ja ganz heiß drauf und habt gesagt, zeigt doch noch mal mehr. Und dann habe ich noch was gefunden, aber keinen Händler gefunden. Müsste mittlerweile aber auch hierzulande geben. Und zwar eine Alarmglock. Ihr seht schon, das ist ein bisschen blau. Alarmglock, ja, Alarmglock, sagen. Warum sollte ich jetzt hier einen Wecker haben wollen, eine Alarmglock oder so? Weil sie im PlayStation 1 Design ist. Und die hat ein paar Features, die ich euch unbedingt zeigen will. Also ich habe die gesehen und dachte gleich, what the fuck, das ist was. Das passt nämlich schön unter meinen Fernseher oder in die PC-Ecke. Ich muss die Kamera mal festmachen, so. Da seht ihr sie. Alarmglock, Big Ben. Offiziell lizenziert von PlayStation. Also ist jetzt nicht irgendwie ein Fake oder irgendwas dergleichen. Nein, das ist offiziell von PlayStation lizenziert. Ich kann euch jetzt hier nicht alles vorlesen, dann seht ihr das schon zu, dann hört ihr das schon zu früh, was da hat. Der hat niemals, was mich sehr interessiert hat. Deswegen. Lieber nicht den Karton so viel angucken. Das will ich euch lieber denn in echt zeigen. Weil es gibt ja auch Wecker so mit PlayStation 3 Controller Look. Aber der hat hier was, was die nicht haben. So. Leg das jetzt hier alles mal nur so raus. Strom brauchen wir gleich. So, machen wir mal hier so zu. Wir haben dann natürlich ein Heftchen mit bei. Ein Stromkabel haben wir mit bei. Und hier, was ich sehr geil finde, im Gegensatz zu den letzten Weckern, die ich so gekauft habe, egal ob für mich oder meine Frau. Hier ist noch ein Netzteil dran. Hier wird nicht davon ausgegangen, dass ich eine Steckdosenleiste mit USB habe oder irgendwas dergleichen. Nein, hier ist noch ein richtiger Stecker. Sieht auch ziemlich lang aus. So, dann haben wir natürlich unser Bedienheftchen in. Deutsch natürlich auch. Ich gucke gerade nur. So. Also in Englisch sind immer nur so drei, vier Seiten. ES ist, denke ich mal, Espanol. Dann ITE für Italien. PT für. Keine Ahnung. Für was steht PT? Schreibt in die Videobeschreibung. So. Dann DE für Deutsch. Die müssen wir aufgeklappt lassen, die Seite. Wir haben uns mal einen großen Knick gehört. Meine Tochter kommt gerade. NL für Niederlande. PL, denke ich, für Polen und RU für Russland. Also ist eigentlich alles abgedeckt. Wir lassen mal die deutsche Seite offen, falls was ist. Oh, das wusste ich nicht. Da sehe ich gerade was. Wir können sogar Batterien reinmachen. So, die Tüte brauchen wir jetzt nicht.
Aha. Okay, den Zettel lassen wir mal hier drinne. Das ist für den Snooze-Dimmer. Die Tasten, also die alten PlayStation-Tasten Power und Open sind wirklich richtig Tasten. Die eine andere Taste, die haben sie oben weggenommen. Da ist zwar ein andere drin, was ich euch nachher noch zeigen werde. Wir haben hier unten ein Stellrad, was... Juna, hier bleiben. Rotation sein soll. Ja, da muss ich gleich mal nachlesen. Dann haben wir Batteriefach hier drin. Ich zeige euch das gleich von nahen. Schöne Gummifüße, also dicke Gummifüße, damit es auch stabil sitzt. Dann haben wir Strom. Aha. Da haben wir hier noch so ein... Ach, da kann man verschiedene Sachen oder drehen sich selber oder so. Das müssen wir dann mal gucken. Und dann haben wir verschiedene Knöpfe. Ich muss meine Brille holen. Ich habe nicht gewusst, dass da so viel Kleinzeug mit bei ist. Ja. Ja. Tochter freut sich für Papa mit. Display, Alarm 1, Alarm 2, ab. Darunter down. Clockset, SDR und NAP haben wir. Ja, und dann haben wir halt, so, jetzt zeige ich es euch erstmal von vorne, ich hole euch mal noch näher ran. Wir haben jetzt praktisch hier die Vorderseite der PlayStation, sieht aus wie ein normaler Wecker oder wie ein Receiver so ein bisschen. Da erinnert es noch nicht direkt an die PlayStation. Hier haben wir ein schönes großes Display, mal gucken, ob man es auch gut lesen kann. So, dann haben wir eine Seite. Ach, hier haben wir auch was wir rausnehmen können. Ach so, die können wir wechseln dann, oder was? Ah, alles klar, wartet mal. Ich muss mal kurz gucken. Ich habe gerade was gesehen. Ach, alles klar. Geile Sache. Also das ist ein geil, Alter, mega geil. Das ist ein geiles Gimmick. So, das erkläre ich euch nachher noch, wofür das ist. Da können wir was rausmachen. Das gleiche befindet sich hier hinten auch in einer etwas anderen Form. Erkläre ich euch nachher. Dann haben wir hier viele Tasten zum Stellen. Also wir sind nicht nur auf eine Taste angewiesen und mit lange gedrückt halten und dann doppelklicken und so einen Scheiß, was ich überhaupt nicht leiden kann. Wir haben hier schön viele Tasten, Strom, da auch nochmal Luft und das ist er von oben. Jetzt ein bisschen Dreck drauf. Das ist er von oben. Den Zettel hat er, das sehen wir nachher. Das zeige ich euch nachher. Ich will euch noch ein bisschen auf die Folter spannen. Das ist er nämlich auch, so wie es aussieht, eine Taste. Das und das. Und ja, unten haben wir dann halt noch ein Batteriefach. Hier ist das zum Drehen, was ich euch gesagt habe. Und hier schön dicke Füße. Die Gummiteile sind dann hier in so, ja, so weißlich. Also die hätten sie auch noch in Grau machen können. Das war gut als... dass es sich abhebt, aber die werden immer schnell, die Weißen, die werden immer ziemlich schnell, naja. So, habe ich noch einen Schraubenzieher hier liegen, dass wir mal reingucken können, wie viele Batterien da reinkommen. Ach, hier unten steht es 2x 1,5 Volt. Und dann sollte es wohl auch mit Batterien gehen. Katze? Ach so, Rotat-Image. Gut, jetzt weiß ich, jetzt habe ich das gesehen, für was das da ist. So, aber... nichtsdestotrotz, ich lasse euch jetzt mal näher dran. Ich rüchte euch noch ein bisschen nach unten. Dass wir uns das jetzt mal angucken können. Das erste in Betrieb nehmen. Weil ich denke mal, da wird der eine oder andere von euch, ich werde auch verlinken, die verschiedenen Shops, wo es jetzt gibt. Alles unten in der Videobeschreibung. Na, da ist aber jemand satt geworden. So. Jetzt haben wir sie an. Ja, die Zahlen sind wirklich gut zu erkennen. Schön leserlich. Hier, seht ihr schon, wartet mal. So ein bisschen seht ihr gerade.
an meiner Hand, für was Power ist. Da ist so ein kleines Licht. Das zeige ich euch aber nachher noch, für was das Licht wirklich ist. Ach, hier können wir also ja das Licht in verschiedenen, ich zoome euch mal noch was ran. Können wir das noch in verschiedenen Helligkeitsstufen machen, das Display. Ich lasse erstmal ganz hell fürs Video. So, jetzt ziehen wir das hier raus. Snooze Dimmer hat das. So. Und jetzt muss ich erstmal gucken. Display. Mm. 2019? 11? D2? Ja, wegen Stellen muss ich mir denn sowieso erstmal angucken. Was ist das? NAP. So, dann haben wir hier Alarm 1. Nicht am Boden. Mami geben. Den wollen wir natürlich nicht stellen. Nein, nein. Nicht auf den Boden schmeißen. Achso, jetzt können wir die verschiedenen Weckertöne hier noch durchgehen. Das können wir gleich mal machen. Wartet mal. Kann man hier das Volumen auch lauter machen irgendwie? So, jetzt. Papa. Nee, wir gucken jetzt kein Lied. Nein. Ich werde diesen Standardton lassen. Dann haben wir noch Alarm 2, dann haben wir noch Up und Down, wo jetzt nichts passiert. So, dann haben wir noch ich denke mal, das ist für Tag und Monat. Wir sind jetzt im 5. Monat. Wir werden mal sehen, ob das jetzt hier so geht. Weil der müsste hier bis 31 gehen. Ja, Schatzi, der wievielte ist heute? Der zweite, wa? So, dann stellen wir erstmal die Uhr. Schatzi, was sagt denn die Uhrzeit? Achso, das sehe ich ja da hinten, 17:28. 17 SD 28 SD. Ja, lassen wir auch so. Ach, das ist die Lautstärke. Ja, das lassen wir. On. Achso, ob wir hier das an oder off haben möchten. Wir möchten das natürlich on haben. Das erzähle ich euch gleich noch. So.
Da immer noch nicht die Uhr gestellt. Clockset. Ich habe irgendwas anderes gestellt. Achso, 24 Stunden. 12 Stunden, wir wollen 24 Stunden. Clockset. So, jetzt hier ist die richtige Uhr. Und zwar, das waren jetzt die Alarmeinstellungen, so wie das aussieht. 17 Uhr. Mami, anziehen. Clock. Müsste jetzt schon 30 sein. 17:30. Clockset. Willst du die anziehen? 2020 haben wir und wir gucken nur mal, wie weit das geht. Also bis 2000 noch was. So, was haben wir hier? 12, hier der fünfte. Und hier der zweite. Clockset. So, jetzt haben wir die richtige Uhrzeit auch drin. Was haben wir noch für Tasten? Alarm 1, Alarm 2, Display. Ich weiß nicht, für was DB sein soll. Das muss ich dann nochmal durchlesen. So. Aber wir haben hier einen kleinen, süßen PlayStation Wecker bzw. Uhr. Jetzt zeige ich euch, was aber hier daran das Besondere ist. Und zwar diesen Powerknopf. Wenn wir den jetzt, ich mach mal so, drücken, dann seht ihr gleich, dass hier oben was passiert. Habt ihr das gesehen? Ja. Passt mal auf, ich mach mal jetzt das Licht hier aus. So. Ich zeige euch jetzt mal die kahle Wand. Das ist gut, dass jetzt noch keine Regale dran sind. So. So seht ihr das. Ach so, so seht ihr das. Und jetzt kommt das Rad zum Vorschein, was wir vorhin hatten. Hier können wir uns dann das aussuchen, wie es richtig sein soll. So, also wenn ich jetzt, so würde das jetzt bei mir an die Decke gestrahlt werden. Wenn ich dann so hoch gucke, ist es natürlich verkehrt rum. Ich müsste das, je nachdem, wo ich sitze oder liege, doch, so. So. Ja, der Kater ist gerade ein bisschen heiß drauf. Kater weg. So, und jetzt kommt das Geile, was ich auch nicht gesehen habe. Oh, mein Akku ist gleich leer. So, und zwar nehmen wir jetzt einfach mal das hier unten raus. Wir können das nämlich hier raus machen. Dann haben wir hier so ein kleines Teil. Und dann seht ihr, oh, nun kommt nur Licht. Und dann nehmen wir von hinten, wenn es nicht runterfallen würde. Ach Gott. Von hinten das Teil raus, stecken das rein. Ihr könnt es auch nur bestimmt reinstecken, weil ihr habt hier diese Aussparung, die ist nur an einer Seite, also da braucht er keine Angst haben, dass er da irgendwas macht. Und hier das Drehrad, was hier oben ist, kommt halt auf die linke Seite. So. Ne? Will er nicht? So, jetzt. Und jetzt haben wir, wo wir wieder drehen müssen, deswegen der Drehmechanismus, weil diese Folie, Mensch, so, weil diese Folie, die da drin ist, denke ich mal durchs Werk oder so, halt nicht immer richtig gerade drin ist und da kann man sich das dann zusätzlich noch anpassen. So, und dann hätten wir hier zum Beispiel Dreieck, Viereck, X, Kreis. Na, ist kein X, ist ein Kreuz, aber naja, egal. Ach Gott, da weg. So, und dann wenn wir das, ihr seht, das ist jetzt komplett gerade. Wir nehmen das jetzt einfach mal raus. Moment. Erstmal ausmachen. Ah. Jetzt machen wir das andere wieder rein. Zack. Power wieder an. Und es ist leicht schräg. Katze, weg, weg, los, weg, sonst sieht man doch nichts.
Und umso weiter ich nach hinten gehe, also hier wird es dann halt klein. Und umso weiter ich weggehe, umso größer wird das. Ja, jetzt ist das Licht ein bisschen zu hell, da sieht man es hier nicht mehr so schön. Sieht man so meine Decke noch? Nee, oh, meine Decke ist zu hell bei mir, da sieht man es nicht mehr. So. So, dann werden wir mal den Zoom-Faktor rausnehmen. Hoppala. So. Und das Licht wieder an. Und deswegen habe ich gesagt, ich muss das einfach haben. Weil das sieht echt genial aus. Wie eine richtig schöne, süße, kleine PlayStation. Ich weiß jetzt nicht, ich habe die PlayStation Mini habe ich noch nicht. Ob die jetzt vom Formfaktor genauso groß ist. Könnte man sich ja zwei nebeneinander stellen, wenn man sich noch die Mini holt. Wie gesagt, es geht auch mit Batterien. Ja, und dann haben wir hier praktisch hier oben dann halt nochmal Licht. Und finde ich echt schön gemacht. Und optisch sieht sie schön aus. Die Zahlen sind schön groß und gut lesbar. Wartet mal, ich mach mal das Display. Ich habe die Folie vergessen abzumachen. So. So, jetzt ist die Folie ab. Jetzt könnt ihr das noch mal ein bisschen besser sehen. Man kann sie wirklich gut lesen. Sie steht stabil. Und mit dem Licht oben finde ich einfach richtig geil. Und das soll wohl auch so einstellbar sein, dass man damit geweckt wird oder so. Oder dass der das alle paar Stunden oder irgendwie an die Decke macht oder so. Keine Ahnung, da muss ich mir die Einstellung erstmal lesen. Muss ja noch irgendeinen anderen Grund haben, warum es die Einstellung gibt. Also, was man da machen kann, weil wir haben hier hinten hier genug Knöpfe. Von der Verarbeitung her, erste Sahne. Also, da kann ich, muss ich sagen, da kann ich auch nichts anderes dazu sagen, weil ich bin vom Big Ben ehrlich gesagt nichts anderes gewöhnt. Ich hatte für die Wii schon Big Ben Produkte. Also zusätzliche Controller und so weiter. Ich hatte für die PlayStation, Naken ist ja auch, so, soweit ich weiß, glaube ich, eine Unterfirma von Big Ben. Und da Qualität immer erste Sahne, also kann ich echt nicht meckern. Und so ist es auch hier. Keine scharfen Eckenkanten, nichts abgeplatzt, gar nichts. Ein richtig schöner PlayStation-Wecker. Und auch vor allem auf die Details haben sie geachtet. Mit dem PlayStation-Logo, PlayStation drunter stehend. Selbst das Netzteil ist an der richtigen Stelle. Das ist bei der Original PlayStation auch auf der Seite. Also bei der Original großen PlayStation 1. Und dann zusätzlich noch die Gimmick mit den verschiedenen, Licht, dass man einmal die PlayStation-Logo und einmal hier Dreieck, Viereck, X, Kreis an die Decke projizieren kann. Finde ich einfach toll. Finde ich richtig, richtig, richtig toll. Und auch wenn man das Licht anhat, hier oben, dass es denn hier unten auch leuchtet. Dann geht die Powerleuchte halt auch mit an. Finde ich cool. Also es ist ein schöner Gimmick. Echt toll. Kann ich echt nur sagen. Ich packe euch den Link in die Videobeschreibung. Ich gucke jetzt mal, was ich noch einstellen kann. Lies mir die Bedienungsanleitung durch. Vielleicht gibt es dann nochmal ein Video, wenn ich mehr weiß, was man damit machen kann. Das soll ja jetzt erstmal nur der erste Eindruck davon gewesen sein. Und der erste Eindruck überzeugt mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Das ist euer Odin.